Schön, dass der Gegner nicht die Falle triggert. Cool. Aua. Okay. Ich muss gar nicht dran erinnern. War ich jemals schon mal hier? Ich bin gerade gar nicht sicher. Ist hier noch irgendwas? Ja, du bist noch hier. Drüben liegt eine Leiche. Sehr, dann haben wir so eine Titanscherbe, aber 3 Stück. Okay. Das ist keine Mimik. Schwarze Armbrust. Okay. Warte, schwarz oder schwere? Ich bin ja dumm mit Lesen. Schwere. Natürlich, das ist eine schwere Armbrust. Ich erkenne das Problem an diesen Dings. Aua. Okay, I'm so fucked. Was ist los? Wieder zurücklaufen ist auch anstrengend hier. Gate, die Versicherung haut rein. Oh je. Yeah. Da oben brauche ich eigentlich nicht lang gehen. So, da können wir jetzt erstmal zurückgehen. Dann können wir erstmal zurück. Ich rede gar nicht so viel über das Spiel, weil gerade nichts Spannendes hier wirklich ist. Nice. Okay. Hauptweise Giftfässer. Was haben wir hier? Da drüben ist einer versteckt hinter der Kiste. Okay. Gerade erst die Treppen hoch, danke. Die wären eine tolle Willkommensgemeinde. Scheinbar Wand voraus, okay. Kann man die vielleicht kaputt machen lassen? Drüben sind Typen mit Bogen. Ich glaube, die waren auch so schon da. Und der natürlich wieder hier. Ich bin mir auf dem Sack. Den einen können wir schon mal ausschalten. Aua. Wow. Cool. Ja, schieß mir noch einen Pfeil in den Arsch. Ist okay. Ist doch schon gut. Chill doch. Puh. Das ist ein
den Typen nicht gesehen? Ja, ist okay. Pike. Cool. Nein, lass mich in Ruhe. Ich hab mich in Ruhe gelassen, Mama. Hilfe. Die Frage ist, warum konnte ich jetzt eigentlich da ziehen? Was hat das gebracht? Das klingt ein bisschen falsch, wenn man das so sagt. Okay, ich glaube, der eine Typ kann wirklich die Wand kaputt machen. Zumindest sieht das so aus. Lass uns den nächsten Mal dahin locken. Warum hab ich den gerade wirklich gesehen? Oh, hallo. Hoppla. Der ist in mir reingesprungen. Ach, du bist ein Gegner. Ich dachte, du bist ein NPC, mit dem ich reden kann. Uff. So, meine lieben Damen und Herren, wir kommen zu dem Punkt, wo wir die Fackel brauchen. Entzünden. Boah. Böh. Und das Windrad ist kaputt. Sehr schön. Okay. Komm her. Danke. Noch so ein Zauberer mit haufenweise Giftfässern. Geil. Da ist eine Druckplatte. Und das ist ein Bonfire. Da kommen wir anscheinend rüber. Okay. Ich würde sagen, aktivieren wir das Bonfire. Erstmal. Warum auch immer hier so eine Nebelwand ist, egal. Und Feuer entzündet, kann man es noch dran setzen. Hallo, wo kommst du her? Okay. Dann hältst du auf einmal viel aus. Okay. Dann würde ich sagen, geht's hier weiter. Nehmen wir jetzt bestimmt auch noch rein, ne? Das ist bestimmt auch wieder eine Wand, die man kaputt machen kann. Ah. Ja, nehmen wir jetzt noch rein, ne? Das sah gerade nicht gesund aus da von denen. Bevor, weil ich das gerade sehe. Hallo! Shush! You idiot! Stay quiet! I'm on the run. Don't give me away. You're a fugitive too, eh? Yeah? Why else would you be here? It's got death written all over it. You want to climb down here? I can lend you a ladder. But, how much can you offer me? Why, yep. I'm trying to help you, you know. Have you no gratitude? Downright rude, really. But I've got a soft heart, so I let you off this once. All right. It'll be just a moment.
Go on ahead. I won't offer this deal twice. Oh, what is it? What do you need now? Huh? Kiste lernen. Gegenstand. Oh, du hast die Klauen. Ah, nice. Liebesmaske. Was hast du noch? Noch eine. Ein Ornament mit Abbildung einer Leiter. Leiterminiatur. Why not? Ja, damit. Oh, ich hätte gerne die Klauen. Die Klauen wären lustig, mal auszuprobieren. Okay. Danke. No, mate. These deals, they won't last forever. So, wo führt mich das denn jetzt hin eigentlich? Ah ja, sein Gegenstand. Pharaos war zu finden. Nein. Gibt's noch Titan. Cool. Okay. Nice. Da oben liegt noch was. Ja, der ist später auch noch noch wichtig, weil der verkauft Leitern in Majula. Damit wir besser den Brunnen runter können. Für die Leute, die jetzt nicht unbedingt den Katzenring haben möchten und vielleicht ein bisschen sicherer darunter kommen möchten, ganz praktisch, was wir bestimmt machen werden. Was wir auf jeden Fall machen werden, besser gesagt. Aufzug hoch. Weil hier unten liegt nämlich Loot. Beziehungsweise ist eigentlich kein Aufzug, sondern das ist eine Falle. Runter. Ich glaube, wir haben gerade damit einen Typen zerquetscht, außersehen. Sieht gut aus. Habe ich jetzt gerade die Kralle gekriegt? Wirklich? Krallen der Menschen? Aber die anderen sind besser. Die haben auch mehr Blutungsdamage. Cool. Achso, weil ich. Das kann ich dir mal zeigen. Die Krallen sind cool. Da, jetzt haben wir so Krallen dran. Können wir natürlich noch in die Stance gehen. Haben eigentlich dasselbe Angriffsmuster wie. Die Fäuste. Haben aber auch einen coolen Blutungsdamage, also von daher. Ich finde, das hat sich schon gelohnt. Wo ist mein Heiligenschwert? Da. Und unser Schwert. So. Nice. Ja, hat letztens eine Diskussion gehabt, dass Dark Souls 2 ja keine Battle Stance hätte. Aber egal, die Diskussion ist nicht so schlimm. Wer steht denn da? Ach du, oh nee, nicht du schon wieder. Well, we meet again. There's treasure this way, but I have a bad feeling about it. I don't quite have the guts myself. Well, we meet again. There's treasure this way. I don't. Ich hab nicht den Mut dafür, ja, weil du letzten Mal hast mich auch eingesperrt. Ach komm. Why not? Komm. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Ah, okay. Ich muss außen rum. Was ist hier oben? Frau mit Fächers hier oben. Hallo? Hallo. Rein Wahrheitsversteck. Aber wir gehen erstmal in die Richtung.
könnten hier runterjumpen. Da komme ich doch nicht rüber. Gibt es vielleicht oben einen Weg? Ah, oben kann man runterdroppen. Okay, also müsste ich noch eins hoch. Wir könnten aber auch erstmal hier runterdroppen, oder? Das ist ein bisschen weit weg. Sehe ich gerade. Ach, hier ist eine Tür. Ach, hier ist die Tür. Was machen wir mit der Tür auf hier? So, und hier soll der Schatz sein. Ah ja. Ist auch keine Mimik. Große schwere Seelenpfeil. Ah. Für Magier wäre das jetzt nicht schlecht. Well, good to see that you survived. Perhaps you're more rugged than I thought. In any case, the treasure is yours, since you went ahead, took the leap. I prefer a more cautious approach. It's hard to know who to even trust these days. For instance, I've heard that a man is out for my life. Now, what misunderstanding could have ever led to that? The poor bloke must have quite an imagination. You be careful too, my friend. For trust can be a dangerous thing. You be careful. Ich weiß, wen er meint. Das ist den Typen, den wir jetzt den Jägerhain befreit haben. Es kann sein, dass er hinter ihm her ist. Zumindest traue ich dem das dem Typen zu. Bei die Scheiße, die er hier abzieht. Fast. Oh, ist hier Gift drinne? Ja, natürlich ist da Gift drin. Der hat jetzt natürlich einen Vorteil, weil der hat halt nur so eine Dingswaffe. Der hat halt so eine Dingswaffe. Was ist, wenn ich hier so eine Dings werfe? Oh, ich habe jetzt Feuerbomben. Nice. Geht das? Nice, das geht. Ach, sind wir hier. Ah, okay. Jetzt geht's wieder los. Wegfindung. Geil, meine Lieblingsbeschäftigung. Ich glaube, wenn wir die Windmühle nicht ausmachen, dreht sich das ja noch und dann wird mir Damage kriegen. Okay, aber ich muss aber nicht hier lang. Wo muss ich denn lang? Geht's nicht noch höher? Bin ich hier falsch? Fragen über Fragen. Kann auch sein, dass ich den Aufzug nehmen muss, ne? Der braucht aber auch so eine Weile, bis er startet. Wo ist denn der Hebel dafür nochmal? Hier. Vielleicht sollte man auch mal den Aufzug benutzen. Oh, hier ist eine Kiste. Myra-Schild. Ah. Ist aber nicht das, wonach ich gerade suche. Ich suche eigentlich den Weg noch weiter. Den Weg noch weiter vor allem. Also darüber springen brauche ich nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ist vielleicht hier drüben doch noch was? Ich meine, hier geht die Treppe nach oben. Habe ich hier was übersehen? Ich habe das übersehen, wie die da an der Wand steckt. Ich lote hier ganze Grenzen aus, die ich nie erreichen wollte.